Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir sind hier in einem kleinen Piggy-Lager. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Gegner hier gegen uns. Wir überlegen gerade, wie wir die am besten erledigen werden. Ich glaube mal, wir gehen hier außen rum. Sichere das Gebiet. Okay, wir sind Puh, das sind viele. Da mache ich mir schon in die Hose. So. 2, 4, 6, die ich auf jeden Fall sehe. Das ist eher das Problem. Ich sehe nur 6. Zu mir? Ja, such dir einen besseren Winkel. Ist voll okay, mein Freund. Ich versuche, Gegner zu finden. Wo bist denn du? Da oben. Die uns noch in die Quere kommen könnten. Aber ich glaube, da gibt es eh keine mehr. So, wie machen wir das denn? Ich müsste einen irgendwie allein erwischen. Das wird aber mit ihm dann nicht gehen. Der wird drauf losballern, habe ich die Befürchtung. Wenn er wen vor der Linse hat. Hier hätten wir 3. Ziemlich gut postiert. Das Problem wird sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schaffe ich die 6 in Rekordzeit? Ja oder nein? Der Zaun ist mir ein bisschen im Weg. Das geht nicht. Der Zaun ist mir hier im Weg. Das Problem ist, jetzt bin ich. Komm zurück. Verdammt. Rennst du mitten bei denen drin herum? Das geht gar nicht. Unglaublich, der Typ. Das ist, wenn ich den ersten mit dir ausschalte. Schaffe ich das? So, jetzt wissen Sie mal, dass ich da bin. Der ist weg. Der ist weg. Zwei weg. So. Das war's. Hilfe auf Abruf. Alle weg. Geil. Klar, ich meine, wieso nicht? Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peggys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um. Natürlich sehen wir uns, ob es Überlebende gibt. Jetzt ist es wurscht. Das ging ja flott. Und das ist schwieriger vorgestellt irgendwie. Und mein Partner hat hier wirklich gute Arbeit geleistet. Hat jetzt Kills. Schau mal. Hier. Killhelfer. Ein Kill. Na bitte. Jetzt will man mehr. Einen hat er doch getroffen. Wann haben wir denn den ausgeschalten? Der liegt da irgendwo. Das dürfte nicht wie gewesen sein mit dem einen. Naja, ich weiß, das nächste wird sicher nicht so einfach. Das war einfach. Halt, 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 da ist irgendwo ein Schrein. Vielleicht können wir was davon brauchen. Wo war der? Wo war dieses grüne Zeug hier? Hier ist es. Da müssen wir aufpassen bei diesem grünen Zeug. Das ist das, was uns. Bitte hilf mir! Birne raubt, oh. Vielen Dank. Nicht weit von hier habe ich meine ersten. Hallo, mein Freund. Bist denn du? Ich mit dir reden? Ja, natürlich. Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Ranger-Station, Sekte Außenposten, halte gedrückt, um zu verfolgen. Sehr gut. Ja, ja, machen wir dann. Da gibt's einen Laptop, da gibt's einen Mic, also eine Funkanlage. Da gibt's Geld. Was brauche ich Geld?
Die Frage stelle ich mir schon. Plündern voll. Ja, passt so. Golden Valley. Und genau deswegen hier. Das hilft nichts. Diese grünen Fässer hier sind das Nonplusultra der Sekte anscheinend. Diese halten die Leute auf Trab, so wie es aussieht. Ja. Sehen wir uns ein bisschen noch um, bevor wir dann. Wo müssen wir hin? Wo sollen wir hingehen? Da sollen wir hingehen. Ranger Station. Vorher gerne noch diesen Sektenschrein hier machen. Weil es einfach. Ja, das versuchen ich schätze. Ich weiß nicht, ob ich den. Mal den schaffen werden, weiß ich nicht. So. Ich kann den Schrein da hinten versuchen. Schau mal, was dort los ist, weil der wäre noch ziemlich abgelegen von allem. Da könnten auch maximal 2 oder 3 von diesen Peggys herumirren. Wenn ich richtig besinne. Meine Sinne, so, da ist nichts. Ist da drüben auch nichts, dann gehen wir es mal weg. So, schauen wir mal, was das ist. Das Problem ist, es ist gegen die Sonne. Und mein Partner steht mal mitten vor der Linse. So. Das, da ist einmal einer, sehr gut. Das bedeutet, wir gehen außen rum. Ja, ja, du kriegst einen besseren Winkel. Du kriegst ihn, keine Sorge. Da ist mal einer. Wir müssen da hoch. Versuchen. Mal zu schauen, was da unten los ist. Das geht gleich von hier recht gut. 2. Ich vermute mal, es sind 3. Wenn ich das sagen darf. Bin unterwegs. Ja, du bist unterwegs, ich weiß so. Es werden 3 sein. Nur, warum soll man da einfach vorne drauf loshauen? Es geht der weg. Das ist Käse. Sind es wirklich nur 2? Schauen wir nochmal. Sehen uns eh nicht. Wir sind. Da ist der dritte. Na, bitteschön. Hätte mich ja gewundert, wenn es nur 2 wären. So, das heißt, wir gehen da runter. Machen uns definitiv klein. Wechseln eventuell mal die Waffe. Denn. Der ist weg. So. Das war's dann. Sehr gut. Nehmen wir uns, was die Toten nicht mehr brauchen. Das machen wir sowieso. Wir nehmen uns sowieso, was die Toten nicht mehr brauchen. Das ist logisch. Was glaubst du, mein Freund? So. Geh mal weg. Wir müssen nur einen Schrein zerstören. Tada, wieder einer weniger. Puh, geht gut. Geht gut bis jetzt. Ich kann mich nicht beklagen, dass wir uns jetzt richtig hätten anstrengen müssen. Gehäuse und Verschlüsse, okay. Das bedeutet für uns aber auch, dass wir jetzt Schnellreise nicht verfügbar. Schnellreise nicht verfügbar. Also wir definitiv jetzt hier hingehen müssen. So, dann, okay. Jetzt Inventar wollte ich nochmal schauen. Was haben wir jetzt alles im Inventar? Was brauchen wir das? Das haben wir, da haben wir 3 Pfeile, Wurfmesser sind das, okay. Was ist das? Ah, da kann man Tränke auch herstellen. Gut zu wissen. Das ist ein Schlüssel. Ja, sicher nicht die Karte verkaufen. Sollten das. So, Waffe wechseln. Ersten Schuss müsste eigentlich ein Headshot sein, aber nicht zusammengebracht, muss ich zugeben. War eher schlecht von uns. So, wir gehen jetzt theoretisch direkt auf den Punkt zu. Genau, sehr gut. Das heißt, da sind wir safe. Da sind wir sicher, da kann uns nichts passieren.
Von dem her alles gut. Außer die Peggys respawnen hier. Was ich nicht hoffe, dass die Gegner hier einfach wieder auftauchen. Das wäre fies. Echt fies. Ja, warum befreie ich denn dann? So. Gucken wir mal in unser Fernrohr. Dass ihr irgendwas erkennt. Auf den ersten Blick. Nö, erkennt nichts. Na dann gehen wir einfach mal weiter. Dam, dam, da, da, ram, dam, dam. Gehen auf jeden Fall wieder durch den Wald. Immer, bist du noch immer und so, ja. Sehr gut. So. Gehen wir definitiv durch den Wald. Wie sollten wir sonst gehen? Nur hier sind wir etwas geschützt in unserem Ami-Leiberl. Das, was wir so toll ausgesucht haben. Das sind die amerikanische Wolf Ranger Station. Hm, die haben ein Lagerfeuer. Das ist einmal nicht gut. So, dann schauen wir mal, was da los ist. Einer. Zwei, drei. Nein, 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 nein. Idiot. Komm zurück. Es sind definitiv mehr als drei. Komm her da. Dummdödel. Der eine kommt direkt auf uns zu und du stehst da oben. Kann man den zurückpfeifen irgendwie? Ja, gell? Der zieht sein Ding da oben durch. Ja, 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 komm her da. Der Partner ist etwas, naja, eigenartig. Nennen wir es so eigenartig. 1, 2, 3. Ich suche mir einen besseren Winkel. 4. Denn da drüben müsste ich irgendwie schon sich alleine erwischen. Ohne großes Tamtam. Aber genau da liegt, glaube ich, das Problem. Den einen müsste ich manuell ausnocken. Den da, ich komme nicht. Ich deck dich jeder zum Kopf. 1, 2. Oh. Zu nah. Am Geschehen. So. Die wird da eigentlich recht gut stehen, nur. Das Problem ist, dass ich hier von eines Fressen bin für die Peggys und Peggyinen. 100 Pro, dass mir da einer fehlt. Der Vorteil wäre, wenn die da reinkommen, dass es nur diese eine Schneise gibt, von wo sie kommen können. Der ist weg. 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 Razor Station befreit. Geil. Es ging auch schnell. Oh, ist jetzt? Oh, die ist befreit. Eindeutig. Die gehört jetzt uns. Anscheinend. Und der Geisel haben wir auch gleich befreit. Kann ich jetzt noch plündern? Scheiße, Heinz-Jungspund. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr, als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spinnt. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? So, wir reden hier mal mit dem freundlichen Herrn. Vielen Dank. Echt jetzt? Vielen Dank, das war's. Sehr gut. Sehr viel gesprochen. Ja, sehr was.
Das ist nochmal die Karte, die kennen wir schon. Mit dir rede ich gleich. Ein kleines Gewehr. Noch ein Gewehr, ein Hut. Kann ich den nehmen? Nee, schade. Das wär's doch, ein toller Hut. Das ist Ranger-Geschichte hier. Werde ich mit dir auch reden? Nö. Da haben sie das Fenster zerstört, diese Schweine. Da ist nichts. Da liegt was zum Lesen, das habe ich schon gesehen. Ich will mich trotzdem vorher noch umsehen hier. Draußen ist unser Freund, da ist der Blaumann. Hier, was haben wir hier? Interagieren. Das ist sehr gefährlich, wie man mitbekommen hat. Du willst du nicht, mein Freund. So, was haben wir hier? Nehmen. Karte, zentraler Funkturm. So. Das hier ist der Widerstand. Da ist der zentrale Funkturm und wir wären hier. Das heißt, die Insel wäre ja fast clean. Oh mein Gott. So gut war ich ja noch nie. Oh mein Gott. So. Kann man hier ein bisschen umsehen. Denn irgendwie sind alle, die wir umgenietet haben, weg. Ich kann nichts plündern. Ich kann leider nichts. Silver Lake Conversation Area. Kann man klettern? Geil. Stehen wir da oben. Was bringt das? Nix. Nicht schlecht. Bringt das? Ja, das brennt. Eindeutig brennt das. Sorry Jungs, das war ich. Ich musste was testen. Zu Testzwecken. Kennt ihr doch, wenn man es testen will. Da drüben ist auf jeden Fall unser nächster Punkt, das ist richtig. Dann können wir uns eigentlich auch langsam begeben, würde ich mal sagen. Denn was soll uns aufhalten? Wir sind derzeit sehr, sehr stark unterwegs. Sehr, sehr stark. Unser Partner, was hat denn der geschafft? Jetzt schauen wir mal kurz. Er hat 4 Kills. Hat der jetzt gerade... Was? Hat sich der da gerade voll in die Killliste eingetragen? War so richtig hardcore. Ja, ich aktiviere die Antenne auf dem Funkturm, sobald ich mir einen Überblick verschafft habe, wie es hier aussieht. Denn irgendwie... Ich sollte später wohl nochmal Munition sammeln gehen. Ist das mir hier zu ruhig? Für... Pegeland, was ist da hinten? Was zeigt der Mann da jetzt an? Erntetruck. Aha. Den brauche ich jetzt nicht. Ich würde gerne hier mal schauen, was hier los ist. Da oben bin ich halt ziemlich ungeschützt. Oder? Komme ich da hoch? Nee, schade. Hier dürfte niemand sein, so wie es aussieht. Da ist auf jeden Fall offen. Das heißt. Wenn du sie interessieren kannst, schließ dich ihnen an. Wer das gemacht hat, tut mir leid. Wir hatten nur Angst. Ist da unten irgendwo jemand? Es ist etwas zu ruhig hier. Ich gestehen, das macht mir etwas Angst. Naja, was soll ich tun? Gehen hier noch eine Runde rundherum. Nie sehe überall offen in Wirklichkeit. Da sind schon drin. Schöner als Müll von jemandem,
Ja. Ich aufs Dach rauf. Das wäre das Ziel. Aber geht nicht. Zu dumm dafür. So. Darf ich da nicht aufs Dach rauf? Was soll denn das? Ich muss auf jeden Fall da hoch. Ha ha ha. Toll. Aber das machen wir nicht in dieser Folge, machen wir es in der nächsten. Hehe. So, somit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich in der Zukunft werde mich darum kümmern, dass es hier weitergeht. Und bis dahin alles Gute und ciao, baba.